Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reni und Risken, der Börsenshow, die immer lustig ist und ab und zu auch mal kompetent. Wobei, dieses Mal habe ich ein ganz gutes Gefühl, denn wir haben tolle Sachen vorbereitet. Wer uns regelmäßig verfolgt, der wird hier einen großen Unterschied feststellen. Es ist das erste Mal seit 3 Jahren, dass Konstantin und ich in einem Raum für diese Show sitzen. Und ja, das hat einen Grund. Wir sind nämlich hier live vor Ort in der Burda News Bar in München in der Blumenstraße. Also wenn ihr zufällig in der Gegend seid, kommt doch gern vorbei. Wir haben noch Platz und dann können wir uns auch mal treffen. Ja, wir wollen heute über die Märkte reden. Natürlich, da ist ja einiges in Bewegung gekommen und wollen natürlich auch schauen, wie tief kann es da runtergehen und wie schlimm wird es. Konstantin hat schon eine Chartanalyse versprochen. Danke, ja. Also übrigens auch danke, dass du mich wieder begrüßt hast. Du bist doch in der Tat. Ja, aber muss ich ja sagen, also macht er ja selten. Aber auch für alle, die sich wundern, ist ausverkauftes Haus. Heute wirklich 1, 2 Plätze sind noch frei und schön, dass ihr alle hier auch im Internet dabei seid. Und ja, wir haben viel vorbereitet. Ich bin ja Chartanalytiker wirklich durch und durch und kann immer mit den besten chartanalytischen Aussagen glänzen. Kein Problem. Hier kommen wütende Smileys. Guck. Ja, genau. Aber Adam ist wieder dabei. Hallo, Adam. Adam, schön, dass du dabei bist. Und ja, der Wut-Smiley diesmal von Erich. Ich frage mich immer, was ist los? Ich sage nur Hallo und es kommt schon ein Wut-Smiley. Ja, also Erich, vielleicht kannst du mal in die Kommentare schreiben, was dich da gerade an meiner Begrüßung so wütend gemacht hat. Denn ich will mich natürlich immer verbessern und will die Leute hier nicht verärgern. Aber Konstantins Chartanalyse, wer die Ausgaben verfolgt hat, der weiß, er hat einen Kurs gemacht, hat so ein Buch, das hat er durchgearbeitet, gelesen und verbrannt. Ja, perfekt. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Ich glaube, wir werden da einiges lernen. Schauen ja, wir bevor wir hier richtig in die Folge gehen, natürlich hier unser Disclaimer, der besagt, dass das keine Anlageberatung ist und natürlich jeder wissen muss, was er am besten mit seinem Geld macht und dass man vor allem auf Konstantins Ratschläge nicht hören soll. Nur so, Adam ist auf dem Weg hierher, noch 550 Kilometer. Ja. Ich glaube, Adam, wenn du jetzt losfährst, es könnte sein, dass wir 3 Stunden, 4 Stunden noch da sind. Ja. Also wir haben hier mächtig was vorbereitet. Ja, unser Thema heute sind natürlich die Märkte. Wie geht es da weiter? Wir haben jetzt den DAX mal kurz schauen, wie das da aussieht. Er ist ja wieder auf einem ganz guten Weg. Hier war über 14.100. Das sah die Tage schon mal anders aus. Da war der runter bis auf 13.400. Also turbulent geht's zu. Wobei, Konstantin, deine Meinung ist ja alle supi. Wir müssen uns überhaupt keine Sorgen machen. Ja, also du weißt ja, ich bin ja immer Fan davon, positiv in die Zukunft zu blicken und nicht so negativ, wie es andere Kolleginnen und Kollegen stets machen. Und du ja auch so ein bisschen oder kritischer zu sein. Ja, ist einfach so. Und dementsprechend sage ich ja, wir haben diese ganzen Krisenfaktoren, die wir, glaube ich, jede Woche benennen. Wie natürlich Inflation, Ukraine, die, ja, ich sage mal, Zinssituation einhergehen mit der Inflation, vor allem als größtes Risiko. Aber auch letzte Woche habe ich schon mal angedeutet, dass in meinen Augen so ein bisschen das Thema Ukraine-Krieg in den Hintergrund rückt an den Märkten. Solange das dann nicht eskaliert und solange wir keinen Gasembargo kriegen. Ne? Genau. Und ja, ob das abhängig von uns ist, weiß man auch nicht. Aber natürlich das große Thema Inflation ist weiterhin drin. Das ist auch das größte Risikothema und dahin, ja, da mitnehmend, sage ich jetzt mal, die ganze Tech-Korrektur. Das haben wir natürlich immer noch drin, aber ich bin positiv gestimmt, einfach weil, naja, ich will Geld verdienen. Du willst Geld verdienen, das wollen wir und alle. Außerdem weißt du ganz genau, ich bin der Meinung, die Kurse, die Tiefskurse sind vielleicht schon erreicht. So, das werden wir uns gleich mal näher anschauen. Aber zuerst hier mal eine ganz interessante Grafik, die ich da bei der Deutschen Bank gesehen habe. Und das macht nochmal deutlich, was wir eigentlich hier für eine krasse Börsenhosse erlebt haben. Also hier, wenn ihr mal hier die ganzen Balken euch anschaut, das sind halt die Einbrüche beim S&P 500 und da hat es hier quasi seit 2010 oder so praktisch nichts gegeben, bis halt jetzt letzte Woche oder jetzt halt in den letzten Wochen, da ging es wieder richtig runter, aber wir haben eine richtig, richtig gute Börsenphase gesehen. Und ja, bei der Frage, ja? Ja, das ist ja genau diese Phase gewesen, wo man gesagt hat, naja, ähnlich wie bei Immobilien übrigens, du konntest mit einem Dartpfeil irgendwo hinwerfen, hast Gewinne gemacht.
konntest also fast nichts falsch machen. Ja, die letzten 10 Jahre waren wirklich toll. Ja, genau. Aber jetzt stehen wir natürlich an einem Punkt, wo alles so ein bisschen in Bewegung gekommen ist. Viele Faktoren, die halt zu diesem Mega-Aufschwung geführt haben, die treten halt nicht mehr so ein, die gelten nicht mehr so sehr. Und das liegt natürlich vor allem daran, die Notenbanken, die FED macht vor, aggressive Zinserhöhungen. Wir wissen nicht, wohin es geht. Und mit den Zinsen ändert sich natürlich das ganze Bewertungsniveau. Und das ist hier... seht ihr hier ein bisschen an der Grafik, die habe ich mir bei Carsten Röhmheld geklaut sozusagen, Kapitalmarktstratege bei Fidelity, macht immer wieder sehr gute Podcasts und sehr gute Kurzwebinare, wo er also die Lage an den Märkten etwas einordnet. Und was wir hier auf der Grafik sehen, ist halt, wie sich das Bewertungsniveau verändert hat. Wir kommen also von so einem 14er KGV und jetzt sind wir hochgeschossen bis auf irgendwie 30 waren wir im Und das ist natürlich total irre. Wir sind schon ein bisschen runtergekommen, nähern uns dem Wert 19. Das ist so ein bisschen das, was wir halt auch in den letzten Jahren gesehen haben. Das ist natürlich noch weit über dem historischen Durchschnitt. Und wenn man das halt zugrunde legt, dann könnte es noch theoretisch weitergehen. Ah, Matthias, hallo, schön, dass du dabei bist. Richard, hallo. Aber natürlich muss man jetzt sagen... Hallo aus Tschechien, das wäre in der Tat auch ein bisschen weit, Richard, um hier in München vorbeizukommen, aber vielleicht ein anderer. Ja, das stimmt. Aber man muss jetzt natürlich sagen, müssen wir bei den Bewertungen adjustieren? Ich glaube auch, dass wir das müssen. Wichtig zu sagen ist, in der Grafik geht es um den SP 500. Ja, der ist natürlich sehr tech-lastig, ne? Ja, allerdings glaube ich, wäre jetzt interessant zu wissen, wo das beim Nasdaq lag. Oder auch bei diesen ganzen High-Growth-Aktien sind wir natürlich damals und heute bei Bewertungen gewesen, die weit darüber sind. Also ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wo ein Tesla KGV lag. Bei 1000 war es schon. Ja, und Netflix ebenfalls, glaube ich, bei über 8 oder 6 bis 800. Also natürlich müssen wir da umdenken. Ja, hier sehen wir auch nochmal eine ganz schöne Grafik von Robert Halver, wo wir auch nochmal hier die Bewertungen sehen. Da sehen wir halt vor allem in den USA, sind wir doch noch ein ganz gutes Stück über den Werten, die wir hier, 2018/19 gesehen haben. Bei den europäischen Aktien, bei den deutschen Aktien, vor allem bei den Schwellenländern, da sieht es schon wieder ganz gut aus. Da können wir ja mal kurz rein. Schwellenländer. Du weißt, ich bist nicht so begeistert davon, zu sagen, ich hole mir ein Schnäppchen. Du sagst eher, ich kaufe lieber teuer in den anderen Markt. Ich bin ja der Meinung, ich bin ja der Meinung, man kann auch jetzt mal keine Anlageberatung, wie immer, keine, kauft das nicht. Aber ich finde es interessant, wie ich es auch letzte Woche schon interessant fand, zu sagen, Emerging Markets sind jetzt günstig, da gehe ich rein. Hey, wir sagten, dass ich nicht in den Emerging Markets bin. Weil du berühmt dafür bist, zu sagen, ich kaufe was Teures und verkaufe billig. Ich war Biotech zum Beispiel. Ey, sorry, die läuft nicht schlecht, die Aktie. Also nur, dass ihr wisst, wir haben uns davor schon bei Biotech unterhalten und dieser Top-Aktionär von Biotech wusste nicht mal, dass die Krebsdaten gut waren von dem neuen Medikament. Also er ist da wirklich Information pur. Wahnsinn. Sorry, aber weswegen sie gestern gestiegen sind, war wegen der Zulassung für den Corona-Impfstoff in den USA. Das wusste ich nicht. Siehst du? So. Aber also, schau mal, Schwellenländer, was sagst du? Gehst du da rein? Also Schwellenländer pauschal bin ich jetzt kein Fan von, weil da habe ich halt, da habe ich halt Brasilien dabei, finde ich nicht so super. Da habe ich halt Türkei dabei, finde ich nicht so super. Was ich halt an Schwellenländern habe, ich habe einen MSCI Asia ex Japan, weil ich glaube, Asien ist die Zukunft, auch wenn China natürlich gerade echt etwas doof ist mit seiner, Covid-Policy. Das tut uns allen nicht gut, das tut auch dem Land nicht gut, dass sie da halt diese Zero-Covid-Policy haben. Ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll, weil Corona wird nicht verschwinden. Also entweder sie müssen mal irgendwie anfangen durchzuimpfen, am besten mit BioNTech. Also ja, natürlich. Antrag liegt ja vor darauf Zulassung, soweit ich weiß, weil Sinovic, glaube ich, heißt der Impfstoff aus China, der ist, glaube ich, nicht so gut gegen Omikron und die anderen Varianten. Also die müssen mal irgendwas tun, weil die können einfach die Häfen zumachen, da irgendwie Shanghai und so weiter. Größter Containerhafen der Welt, aber wird wieder geöffnet. Wird wieder geöffnet, ja, bis wann? Und nächste Woche angeblich. Ja, klar, wird geöffnet, da haben sie wieder einen Corona-Fall bei den Hafenarbeitern machen. Aber schau mal, Xi oder Xi, weiß nicht, Jinping hat ja persönlich gesagt, wir werden die USA übertreffen im Wirtschaftswachstum und werden, ich glaube, es war sogar 8, irgendwas Prozent steigen, also die Wirtschaftswachstum steigern lassen. Und das ist natürlich etwas, ich glaube, wenn die Chinesen das möchten, und das ist so staatlich getrieben, müssen wir nicht drüber diskutieren, dann schaffen die das auch. Und dann finde ich es nicht uninteressant. Natürlich hast du eine Markteintrittsbarriere, du hast rechtliche Probleme vielleicht. Aber, wie du schon sagtest, Asien, ich würde nicht sagen, ist die Zukunft, sondern kann die Zukunft sein. Ja. Zumindest wirtschaftlicher Natur. Und das ist durchaus interessant, weil es ist günstig. Ja. Das ist Fakt. Ja, was natürlich spannend bei China ist, das ist die einzige Notenbank, die noch Luft hat. Ja, das, also, die können noch Gas geben, wohingegen die anderen Notenbanken eher restriktiv sind. Genau, also Bewertungen kommen runter. Was ich aber hochspannend finde, ist,
ist hier diese Grafik von Bloomberg. Denn das ist, man sieht das ja auch wieder, es geht runter und dann hat man immer wieder so Erholungsphasen. Das sind so Bärenmarkt-Rallys, nennt man das. Und das ist, wenn man sich hier mal vergleicht, hier im Zeitraum 2000 bis 2003, es gibt da, Bärenmarkt-Rallys sehen natürlich immer hoffnungsvoll aus, aber das kann dann leider nochmal richtig runtergehen und richtig teuer werden. Also von daher, auch wenn es jetzt mal hochgeht, ich wäre da vorsichtig, weil die unterschwelligen Faktoren, die halt zu diesen Kursbewegungen führen, die sind halt gerade noch da. Die Notenbank wird tendenziell eher noch restriktiver werden. Wir haben das Rezessionsrisiko. Wir wissen nicht, wie es in Russland weitergeht. Und wir haben das Lieferkettenproblem, um mal so ein paar große Faktoren zu nennen. Und nur so als Hinweis, man darf da nicht zu früh jetzt wieder Hoffnung machen. Aber ich muss trotzdem sagen, also A, wir wissen alle, die Börse tradet die Zukunft. So. Ja, aber also zukünftige Entwicklung. Ja, aber nur so seit Monaten. So, und ja, aber wir müssen jetzt mal schauen, diese ganzen Risikofaktoren, die du gerade benannt hast, davon sind ja manche schon wieder an sich verbessern. Die Verbraucherpreise heute waren zumindest 0,1% besser als erwartet. Aber du weißt selbst, Börse ist Erwartungshaltung. Und da fängt das an. Dann Ukraine-Russland-Konflikt. Wenn wir jetzt mal schauen, sind wir da hoffnungsvoll, ja oder nein? Ja, sind wir. So, und das ist dann der zweite Risikofaktor, der weggeht. Lieferkettenproblematiken, Shanghai-Lockdown, hatten wir eben gesagt, nächste Woche machen wir wieder offen. Da sind wir ebenfalls hoffnungsvoll unterwegs. Also was ich sagen will ist, vor 3 Wochen war ich massiv pessimistischer als jetzt. Jetzt habe ich wieder Bock. Jetzt habe ich wieder Bock auf Auto-Investment zum Beispiel. Jetzt sehe ich das wieder. Jetzt habe ich heute, Daimler Truck hat gestern sogar gesagt, das wird sich wieder ein bisschen entspannen, die Lieferkettenproblematik. Wir werden wieder liefern und die haben trotzdem einen Umsatzplus von 14% geschafft. Ich finde das besser, jetzt zukünftig glücklicher und hoffnungsvoller in die Zukunft zu schauen, als weiter wie du immer pessimistisch und zu hoffen, dass die BioNTech filmen. Ich weiß ja nicht, also tut mir leid. Also ich finde, wir sehen, dass diese ganzen Faktoren ein bisschen gelockert werden, dass wieder besser ist. So, was Tech-Bereich, genau, können wir nochmal, also wo ich überlegen bin, wo man wieder rein, wann Tech-Bereich wieder spannend wird. Hier auch mal nochmal eine Grafik von Carsten Rumheld, da sieht man, dass wir da so wieder beim Durchschnittsbewertungsniveau der letzten Jahre ankommen. Und hier noch ein paar Zahlen, die ich bei Ulrich Stephan gelesen habe, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, macht auch einen guten Newsletter, Perspektive am Morgen. Da hat er halt erzählt, dass halt das KGV also für 12 Monate bei den Tech-Aktien von 29 auf 21 runtergekommen ist. Also allerdings, und damit ist der Bewertungsunterschied zwischen Growth und Value von 15 auf 9 gesunken. Also es nähert sich wieder in einem ganz guten Bereich an. Und wenn man dann mal, leider ist halt der Durchschnitt dieses Bewertungsunterschiedes 5. Also da ist durchaus noch ein bisschen Luft nach unten drin. Aber es wird langsam wieder interessant, da reinzugehen. Und da natürlich, ihr wisst es, diejenigen, die uns zuschauen, ich bin bei den ganzen Dingern eher risikoorientiert und habe meine Position bei PayPal, Adyen, AMD, Nvidia, Disney, überall aufgebaut. Ja, ich habe auch mehrfach verbilligt. Ich bin auch dahingehend Hebelinvestor. Bitte macht das nicht. Keine Anlage- und Kaufempfehlung. Lasst das bitte alles sein. Ist wie so risikoreich für die meisten. Sollte man wirklich nie machen. Aber du hast ja Nerven aus Stahl. Ich habe Nerven aus Stahl, kein Problem. Und kann das auch in Perfektion. Und insofern, für mich sind das alles Kurse. Wir haben dazu auch gleich noch eine Grafik. Wenn ich das vergleiche mit, was war vor Corona? Und mir dann überlege, was ist dazwischen passiert und bleiben diese Entwicklungen, die da passiert sind, erhalten? Dazwischen ist viel passiert, zum Beispiel bei einer PayPal, auch bei einer Disney, Disney Plus etc. pp. Die neuen Sendungen, sage ich jede Woche, wie geil das alles wird. Jetzt ist es in meinen Augen relativ günstig. Jetzt eine dritte Position mal aufzubauen, finde ich interessant. Ja, du sprachst es an. Wir haben halt mal geguckt, nämlich, wenn man mal sagt, wie weit können die Kurse noch fallen bei einigen Aktien? Wenn man mal so ein bisschen als Gedankenexperiment sieht. Ich meine, der heftigste Crash, den wir jetzt in den letzten Jahren hatten, war natürlich der Corona-Crash vor ungefähr 2 Jahren. Wenn man sich da mal die Situation anschaut, die Ausgangslage war, wir haben einen Virus, keiner weiß, wie schlimm es wird, die ganze Weltwirtschaft ist im Lockdown. Sind natürlich die Sachen massiv runtergekracht. Wenn man das jetzt mal zu heute vergleicht, es ist nicht alles rosig, was wir jetzt haben, aber zumindest das kennt man irgendwie her. Ich meine, wir haben schon Zinserhöhungen erlebt in den Notenmarkt, also Zinswende. Wir haben schon Rezessionen erlebt. Wir haben schon
Kriege erlebt und wir haben schon Inflation erlebt. Also das kennt man irgendwie, das Szenario. Mhm. Ich meine, der DAX, der steht ja auch bei 14.000, nicht bei irgendwie 8.000, wo er da im Corona-Crash war. Aber wenn man sich jetzt mal so ein paar Aktien anschaut, dann sieht man, die sind wieder nah an ihrem Corona-Tief dran. Also hier, das sind jetzt nicht die ganz aktuellen Daten, das sind die von letzter Woche, aber da sieht man, dass da so eine Adidas, da fehlt nicht mehr viel bis zum Corona-Tief. Auch bei einer Danone, die ist fast schon wieder auf dem Level. Und da überlege ich mir, wo war die Ausgangslage schlimmer? War die jetzt schlimmer oder diese völlig unbekannte Situation, die wir vor 2 Jahren hatten? Das ist einfach. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Die Antwort hat sich jetzt, glaube ich, jede Person gerade gegeben. Die ist einfach und dann muss man sich natürlich überlegen, gehe ich da rein oder lasse ich es? Genau. Wobei man natürlich, wie gesagt, ist nur ein Gedankenexperiment, wenn man sich hier so ein paar Werte anschaut, so eine Netflix oder so eine PayPal oder so, die notieren massiv unter dem Corona-Tief. Ja. Weil natürlich der Börse sind teilweise halt wurscht, wo Aktien mal standen. Und Netflix ist einfach Mist geworden. Ja, Netflix, die haben irgendwie so ein bisschen den Drive verloren. Die haben irgendwie, da fehlt so ein bisschen, Da fehlt Struktur, da fehlt dieses massive Geld rauswerfen, diese hier sind Milliarden für irgendwelche Schrottsendungen, die niemand sich anschaut. Tut mir leid, da fehlt das. Bei Disney, da ist eine geile Brand dahinter. Mit Marvel nehmen wir das zum Beispiel. Da kommt so ein Obi-Wan Kenobi nächste Woche, glaube ich. Da haben die Leute Bock drauf. Da fließen die Millionen rein, das verstehe ich. Die Parts sind geil, ich sage ich jede Woche. Und bei Netflix ist weiterhin dieses, wir werfen alles mit Geld voll und gucken, was passiert. Das ist Mist. Moment. Also, ich weiß nicht, spannend könnte natürlich sein, wenn Netflix in diesen Gaming-Bereich reingeht. Fehlt überhaupt nicht spannend. Ich weiß nicht, aber da fehlt im Moment so ein bisschen die Wachstumsfantasie. Da fehlt jemand, der einfach mal sagt, Schluss. Der einfach mal sagt, wir brauchen nicht die 10. spanische Crime-Sendung. Der sagt, eine gute reicht. Also, tut mir leid, das ist da so ein bisschen für mich die Sache. Aber haben wir schon drüber reden. Was ich spannend und was mich überrascht hat, ist, dass Vonovia unter dem Corona-Tief notiert. Das können wir uns auch noch hier nochmal anschauen. Da haben wir, damit ihr das mal wisst, was hier los war davor, da haben wir davor schon lautstark dafür gestritten. Was hier los war, wirklich Wahnsinn. Und das ist natürlich ganz klar zinsgetrieben. Weil ich natürlich ganz klar sage, die haben eine Bewertung, die bewerten ihre ganzen Immobilien, Millionen von Immobilien mit dem Wert X, die sind fremdkapitalisiert, zum Teil natürlich auch hochfremdkapitalisiert, gehe ich jetzt mal von aus, bitte korrigiert mich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wenn jetzt die Zinsen nicht mehr bei bis zu 1% liegen, sondern auf einmal bei 3-4% und die Zinsbindungen laufen aus, dann haben die natürlich ein Zahlungsproblem vielleicht, aber natürlich auch ein Bewertungsproblem. Gerade wenn wir jetzt sagen, die Wohnimmobilien in den Großstädten könnten vielleicht in einer traumhaften Welt auch mal wieder ein bisschen korrigieren. Ja, klar, weil da hat man das, ich weiß nicht, zu welcher Summe jetzt die ganzen Immobilien bei Vonovia in der Bilanz stehen. Je nachdem, wie die bilanziert haben, werden ja wahrscheinlich nicht, hoffentlich konservativ bilanziert haben. Bestimmt aber nicht. Die haben das wie Amazon mit Reviewing gemacht. Genau. Schön die 9 Milliarden. Immer Market to Market. Ganz einfach. Kein Problem. Und dann passiert sowas. Ja, aber immerhin, die haben zumindest mal konstante Einnahmequelle, hier Mieteinnahmen und die Dividendenrendite von 5%. Also jetzt finde ich es auch interessant. Disclaimer, ich halte die Aktie seit Jahren und jetzt finde ich sie wieder spannend, wenn man einen Einstieg suchen würde, was ich nicht empfehle, weil ich keine Anlageberatung mache. Aber natürlich ist es jetzt günstiger einfach und das ist natürlich auch zum Teil schon drin im Kurs. Und eine Gilead, das ist eigentlich ein geiles Unternehmen. Ja, das ist wieder so ein Unternehmen, da habe ich genau null Schnall. Und das, der 5-Jahres-Chart macht mir richtig Freude am Investieren. Oh ja, das ist eigentlich nur seitwärts, das ist natürlich nicht so geil. Nee, ist doch schön, da kriegst du keine Dividendenrendite und kannst 5 Jahre dein Geld verbrennen, das ist eigentlich ganz nett. Ja, okay, aber Gilead ist einfach von den Medikamenten her cool, finde ich. AIV und was sie da alles haben. Ja gut, da stecke ich für dich gar nicht drin. Ja, aber der Chart war natürlich keine Freude. SAP ist auch unter Corona, ist auch nahe des Corona-Tiefs, fehlen auch nur 6%. Ich weiß nicht, SAP, das ist so. Ich hatte eben noch eine Aktie, das haben die Kollegen von Echtgeld TV besprochen, ich komme nicht drauf, es war so schön. Genau, was sagst du, da kommen wir rein. Alphabet zum Beispiel. Oder Amazon. Mach doch nochmal Amazon auf. Wir hatten Amazon letzte Woche, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, da schaut mal bei Echtgeld TV rein, die sind da relativ tief gegangen, weil die haben dann auch gesehen, okay, das eigentliche Geschäft ist rückgängig. Also das normale Versandgeschäft ist rückläufig und macht ebenfalls Verluste und ist keine gute Sache mehr. Aber AWS ist halt das Ding, was da weiter treibt. Aber das ist ein bisschen schwierig. Utilities und Ölkonzerne sind weit über. Natürlich, Richard, damit hast du recht, da können wir auch jetzt gleich mal reinschauen. Allerdings ist das natürlich so, jetzt da rein zu investieren, auch da Disclaimer, ich habe es heute noch gemacht, allerdings richtige Investments ist es dafür leider schon wieder zu spät. Weil ich meine, da ist natürlich so eine Krise, Öl, Gas, Verteuerung da voll mit drin. Da finde ich zum Beispiel eine Total Energies interessant, die ebenfalls im erneuerbaren Energiebereich sich Erneuerbare Energien, ja, da haben wir
Global Clean Energy ist einer meiner absoluten Lieblingsfonds. Ja, Shell, finde ich, hat sich echt krass gemacht. Ich meine, wenn man noch überlegen, warum, was haben wir im Corona-Tief erzählt, irgendwie Öl wurde verschenkt quasi. Ja, wurde ja. Und jetzt steht Öl bei 110. Oder was. Aber ist das für dich ein Zukunftsmarkt? Also das ist für mich jetzt gerade eine gute Zockerei, gutes Geld verdienen, meine Dividende mitnehmen, okay, schön und gut. Aber wie schnell können die Dinger umbauen auf erneuerbare, freiheitliche Energien oder Freiheitsenergien? Ist das für dich so interessant? Oder was passiert, wenn wir sagen, wir wollen noch schneller aus Gas und Kohle raus? Und Öl. Ich meine, Öl, also irgendwo musst du ja rein. Und zum Beispiel Shell ist ja auch, glaube ich, bei Wasserstoff. Ich weiß nicht, was du mit deinem Wasserstoff hast. Wasserstoff ist auch eine der Zukunftsenergien. Wasserstoff ist eine extrem energieineffiziente. Ja, aber ist CO2-neutral, wenn du ordentlich herstellst. Ja, da finde ich aber wirklich, dann kaufe ich lieber einen Global Clean Energy. Mach den einmal auf und sag mir, wie schlecht der gelaufen ist, damit ich sehe, dass das ein Fehler ist. Nee, die haben teils, ne? Die sind ja schon ein bisschen hochgekommen. Also ich finde, aber das nervt mich übrigens auch. Vielleicht kann da auch mal jemand Input geben, wenn ihr wisst, was man da kaufen kann. Wenn ich mir anschaue, Clean Energy Bereich, egal ob es Solar ist, zum Beispiel eine Jinko Solar, oder wenn ich mir dann überlege, meinetwegen auch eine Tesla oder sonst irgendwas, die laufen alle nicht gut. Eine Nordex läuft schlecht, eine Vestas weiß ich gerade nicht. Ich denke mir, die gesamten Investitionen, auch Deutschlands, im Energiebereich, fließen in diese erneuerbaren Buden. Aber die Aktien laufen nicht. Das nervt mich. Ja, weil die einfach, die haben Kostenprobleme zum Beispiel. Ja, aber haben das auch die asiatischen Unternehmen? Was heißt ich? Ja, steckst du nicht drin. Ja, Asien ist die Zukunft. Aber ich weiß, dass halt die viele Erneuerbaren, schau dir Siemens Gamesa an, die haben halt ein Kostenproblem. Ja, aber Siemens hat immer Kostenprobleme. Aber hier Global Clean Energy ist halt noch längst nicht da, wo sie waren. Das ist natürlich auch ein Bewertungsthema, ne? Weil es auch viel Zukunft drin. Genau, und da denke ich immer daran, wie sie Plug Power überbewertet haben und auch überdimensioniert in ihrem Fonds positioniert haben. Seitdem vertraue ich denen nicht mehr so ganz. Aber das ist für mich langfristig interessanter, als zu sagen, ich kaufe mir eine Shell. Ich gönne dir deine Shell. Ja, aber weißt du, Shell hat den Plan, größter Stromhersteller Dingsmus Europas zu werden. Ja. So, also was hat Richard noch zu sagen? Oh, habe ich langfristig die Ölkonzerne höchstens? Ja, du musst ja nicht bis zur Rente halten. Also genau, das ist eine Strategie, die kann ich nachvollziehen. Das fühle ich auch, das kann man auch machen, aber wie gesagt, ich oder wir denken ganz gerne langfristig und da würde ich das jetzt nicht machen, aber du hast es ja eh nicht vor, lieber Richard. Ja, genau. Ja. Genau, also von daher, was, wie gesagt, wo ich finde, welchen Chart man im Hinterkopf haben sollte, ist halt hier, was man dann noch, können wir jetzt auch noch drüber reden, da habe ich was vorbereitet. Genau. Aber warum? Willst du raus? Nein, ich will nicht raus. Das sind doch nur dornige Chancen. Ich will einfach nur sagen, man soll halt nicht denken, hey, die Märkte steigen wieder 10% und ich gehe rein und alles ist vorbei. Das ist halt, weil man sollte halt gucken, dass halt in so Bärenmarktphasen sind im Bärenmarkt, so Zwischenerholungen immer durchaus üblich sind. Und da darf man halt einfach, darf man jetzt nicht zu früh jetzt reingehen. Aber das ist für mich eine typische Aktienansparsituation. Ja, genau. Das ist halt das, was du halt machen kannst, dass du halt mal so peu à peu nachkaufst. Aber halt nicht denken, Hossa, alles ist vorbei. Man sieht hier, hast du teilweise durchaus Sprünge von irgendwie 20-30% drin. Mhm. Und das war halt dann noch nicht vorbei. Und ich habe ein Interview mit Florian Homm geführt. Ich meine, der ist immer bärisch, aber der hat gesagt, hier irgendwie wird San Francisco war die letzten Jahrzehnte gewesen, also schön warm, sonnig und so weiter. Und jetzt kommt Island. Und da muss man aufpassen. Aber er hat auch ein Interview mit Florian Homm geführt und hat eben gesagt, wir müssen rein in British American Tobacco. Also, das sagt der Homm. Der sagt, Tabakkonzerne findet das spannend. Tabakkonzerne findet das spannend, was mich sehr wundert bei ihm. Naja, auf sein Gegönnt. So, aber was ich halt spannend fand, wollen wir zum Abschluss noch hier kurz vielleicht über Bitcoin reden. Na klar. Hochgeprügelt, hat massiv verloren, irgendwie Kryptowährungen hier unsicher und so weiter, ein ganz schlechtes Licht gerückt. Schaut bitte euch Hapag-Lloyd an. Was ist denn Hapag-Lloyd? Ja. Traum in den Zeiten. Ja, man muss ja sagen, wenn ich dann darüber nachdenke, was Hapag-Lloyd letztes Jahr gemacht hat, Thema Containerpreise. Die sind ja völlig eskaliert, was das Thema anging. Adam war das, oder? Ja, Adam war das. Adam, ich weiß nicht, ob das Thema nicht schon durch ist. Aber in 5 Jahren 1600% kann man ja mal machen, ist ja jetzt auch nicht so viel. Ist wahnsinnig gelaufen, weil die Containerpreise so explodiert. Ja, aber 200% in einem Jahr. Und 7% Dividendenrendite. Das Problem ist bei Adam, der sagt das immer zu spät. Aber hier, Adam, wo warst du vor einem Jahr? Also zumindest bei den, da hat er. Im Zweifel war er auch da und wir haben mich auf ihn gehört. Hat er ASML, hat er ASML empfohlen und heim, ich habe mal neue Emotionen aufgebaut. Aber ASML lief auch gut. Also das ist so ein bisschen. Adam hat ja mal gute Tipps. Aber KGV von 7.
kann doch nicht sein. Es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt berechnet haben, dass KGV nach den letzten Zahlen, weil die letzten Zahlen ja so mega explodiert sind, offensichtlich, weil das natürlich jetzt drin ist, aber die Frage ist natürlich, gerade im Containerpreisbereich kann das gehalten werden. Ja. Das weiß ich nämlich nicht. Ich glaube, hoffe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Naja, aber Traum in den Zeiten. Aber natürlich, ja klar. Ja. Das sind ja direkt die Profiteure. Von so einem Lockdown profitieren natürlich auch die irgendwo. Ja, genau. Hatte ich, glaube ich, letztes Mal gezeigt, dass irgendwie ein Zehntel aller Container irgendwie im Stau steckt oder so. Also, ist das immer noch so? Weiß ich nicht. Vorbereitung. Ja, gut. Okay. Ja, genau. Ich komme gleich auf deine Chartanalyse zu sprechen, wenn du jetzt so weiter. Also, das ist ein Top-Chart. Aber glaube ich, ist ein Top-Chart. So. Thema Bitcoin, ja. Genau, was sagst du? Genau, was ich habe ja hier einfach mal geguckt, hier irgendwie Bitcoin und Kryptowährung, also eher allgemein Kryptowährungen haben ja wahnsinnig schlechte Presse gekriegt. Nicht zu Unrecht, wenn man sich halt Terra anguckt. Stimmt, ja. Hast du auch gehabt, Terra? Habe ich nicht gehabt und ich sag dazu nichts. Was sagst du? Nein, ist natürlich wahnsinnig tragisch. Also was bei Luna heißt es ja eigentlich, wir Profis sagen ja Luna, und ist natürlich wahnsinnig tragisch, was da passiert ist, wenn Stablecoin so implodiert, ist das ein riesiger Mist, Scheibenkleister so gesehen für den gesamten Kryptomarkt, weil das natürlich auch Strahlkraft hat. Also wenn so ein Coin mal 99% Minus macht und als Stablecoin wegfliegt, hat das für den gesamten Kryptomarkt Auswirkungen, natürlich auch in der Außenwirkung, weil natürlich die meisten Menschen immer noch da drauf waren auf Kryptos und jetzt mit dem Finger zeigen, hier, schaut, was da passiert ist, deswegen ist das und das. Was natürlich nicht unbedingt stimmt. Genau, das ist das Stichwort, denn wenn man sich mal den Bitcoin anguckt, das ist hier in den Charts die blaue Linie. Da sieht man ja, Bitcoin hat massiv verloren, seit Jahresanfang 37%, auf Jahressicht 30%. Also schon ziemlich fett. Aber ist das deswegen jetzt eine, aber wenn man das mal, aber man muss das mal irgendwie ein bisschen in die Perspektive setzen, weil es gibt einen Haufen Aktien und das sind nicht die kleinsten. Eine PayPal habe ich hier, eine Netflix, eine Meta und eine Nvidia. Die haben seit Jahresanfang deutlich mehr verloren als so ein Bitcoin. Also der hat sich besser gehalten als etablierte Tech-Riesen. Und das hat mich eher überrascht. Und ich rede ja noch gar nicht von der Palantir oder sowas. Die sind völlig lost. Die sind verloren, ja. Wo jeder Palantir-Aktionär froh gewesen wäre, dass er Bitcoin hat. Ja, das stimmt. Aber Meta natürlich, du kennst, wenn wir zwei Meinungen nochmal wollen, also zwei Aktien eine Meinung. Netflix habe ich schon drüber geredet. Meta ist für mich genauso. Wer nutzt noch Instagram? Also tut mir leid. Instagram schon, Facebook nutzen kann. Facebook nutzt niemand mehr. Allerdings, wenn ich mir da die Zahlen anschaue, auch da, das Zahlenwerk war super von Meta, plus 18% auch gemacht an einem Tag. Die User, 30 Millionen zusätzliche User bei Facebook. Gut, das ist alles außerhalb natürlich von Deutschland. Wir kriegen das halt nur nicht so mit. Bei uns nutzen nur noch, ja, so Menschen wie du, Facebook ganz gerne. Insofern muss ich sagen, für mich ist Meta erstmal raus an der Stelle. Coinbase übrigens sehe ich ebenfalls risikoreich, gerade weil Coinbase einfach auch keinen guten Ruf hat. Disclaimer, ich habe meine Coins bei Coinbase, was nicht so klug ist. Aber ist natürlich analog auch zum Bitcoin-Preis zu sehen. Ja. Und ich meine, eine Performance in einem Jahr von -70%, das macht natürlich Spaß zu investieren. Ja, auch irgendwie. Also Coinbase. Nee, würde ich auch nicht machen. Also ich gebe grundsätzlich keine Anlageempfehlung, ist ja eh so. Aber eine Coinbase würde ich an sich nicht machen. Da kaufe ich mir lieber als Ansparplan einen Bitcoin. Ja, ihr müsst halt schon irgendwie sagen, dass Coinbase und Bitcoin sehr stark korreliert sind. Von daher, ja gut, das ist halt mehr als das Doppelte an Verlust. Ja, so stark finde ich die Korrelation nicht. Nein, aber vom Risiko. Aber also Coinbase und Bitcoin, Also lass das. Ich gebe keine Anlageempfehlung, aber lass das. Das ist für mich keine Frage. Ja, aber also, ja, das fand ich aber nochmal spannend, um auf hier meinen Ursprungsgedanken zurückzukommen, dass man halt mal irgendwie Bitcoin-Verluste mal in Perspektive setzen sollte zu anderen Aktien, wie es die verloren haben. Und vielleicht ist Krypto doch nicht ganz, zumindest Bitcoin halt die, wenn man sich halt mal die großen Währungen anguckt, vielleicht doch nicht so unsicher. Allerdings bei Bitcoin, wenn die 28.000 Dollar nicht halten, dann sehen wir auch nochmal massiv geringere Preise. Ich bin nämlich Charttechniker. Ja, Profi. Jetzt hast du ja vorgeholt, jetzt hast du es provoziert. Ich möchte es aber gar nicht mal. Ich wollte nur sagen, dass das weiß ich nämlich, dass bei Bitcoin ist irgendwas bei 28.000 und ich weiß, dass wenn wir da drunter sind, ist alles vorbei. Also dann reden wir zumindest von 23.000. Ich als Charttechniker weiß das. Also, und ja, 5-Jahres-Chart ist natürlich auch völlig ungeeignet. Nee, das Gefühl, was du jetzt nutzt, ist natürlich auch Mist. Also hier, 30.000 war die kritische Grenze. 28.000, das ist jetzt ein Auflösungsproblem. Ja, ist mein Ernst, es ist wirklich 28.000 circa. Korrigiert mich bitte, aber es ist, glaube ich, 28.000. Da hat Marc Friedrich auch so getwittert übrigens. Ja, ist so. Dann so ist ja, okay, gut. Politisch wollen wir nicht werden. Ja, also hier wäre schon ganz gut, Herr Charttechniker, wenn wir hier da diese Schwelle irgendwo halten würden. Also 28.000, 29.000, 30 um den Dreh sollte halten. Sollten wir halten, das wäre sonst echt. Würde mich auch freuen. Genau. Und Isa, weiß ich.
Ja, es korreliert so ein bisschen. Ja. Minimal. Ich sage, da sollte man hier diese Götze dabei essen, das hier. Aber ich fühle mich bei Ethereum wohler derzeit, weil das kannst du stacken, da kriegst du deine 5% Zinsen, kannst dich dann erfreuen. Ja, bei Coinbase. Das haben die Terra-Luna-Leute auch gedacht. Ja, jetzt sei nicht so negativ. Sei nicht so negativ. Also schau mal, aber jetzt will ich zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, du bist mir zu negativ. Du bist bei Tech negativ. Du bist im asiatischen Bereich negativ. Du bist weltweit negativ. Du bist ja Krypto negativ und hast Angst vor Immobilien. Also was machst du mit deinem Geld? Also hier ist ausverkauftes Haus, jeder hat 200 Euro bezahlt. Was machst du mit der Kohle heute an? Ja, steckst du in deine Tabakaktien oder was? Oh, das wollte ich jetzt nicht, das ist auch ein kontroverses Thema, wollte ich jetzt nicht ansprechen. Ich sag's ja nur, ja. Aber was macht man da mit dem Geld? Also wirklich, also ich glaube da wirklich... Ja, also erstmal natürlich Cashquote. Ah ja, Cashquote, ja. Nein, Cash, sorry, aber... Hat eine gute Performance. Ja, besser als bei Cash. Ja. Man macht ja bei der Inflationsrate immer so ein bisschen den Fehler, dass du denkst, du verlierst 7%, wenn du in Cash bist. Nee, Kaufkraft. Nein, du verlierst 7% nur, wenn das Geld ein Jahr hältst. Ja. Wenn du mal 3 Monate in Cash dein Geld parkst, verlierst du ja. 0,2, 0,3, 0,5 vielleicht. Bist du sicher, dass der Dreisatz richtig ist? Mach noch weiter. Ja, die okay. Veränderung, wenn du musst ja natürlich dann die Monatsveränderung gucken. Ja. Also, und Manns und Manns war hier jetzt Inflationsrate. Aber was hast du für eine Cashquote? Wenn ich fragen darf? Vielleicht 20%. Oder? 20%? Ja. Das ist gut, ich habe 1. Ja, du bist ja auch hier. Ich fühl mich da richtig wohl mit auch. Das macht Spaß. Aber nein, natürlich, da hast du recht, wenn man ein bisschen was hält. Aber worauf wartet man dann? Dann wartet man auf Schnäppchen. Ja. Ist eine PayPal mit -70% ein Schnäppchen? PayPal. Überlege, finde ich spannend. Vonovia finde ich spannend. Ich überlege, weiß ich mal, Finanzwerte, würde ich mal nachgucken. Oder halt, ich würde auch mal meine Positionen, meine klassischen Positionen aufstocken, wo ich halt schon drin bin. Naja, bei BASF. BASF, super performen. Aber da habe ich ein bisschen Angst vorm Gashahn. Ja. Ich bin überlegen, ob man nicht mal irgendwie sich absichern sollte über so einen Short-ETF. Ja, ihr merkt, er war zu viel mit Florian Homm zusammen. Das ist aber auch in Ordnung. Also ich muss sagen, das ist ja eine Strategie, die kann man fahren. Ich würde es derzeit nicht machen, aber ich bin auch immer bullish. Du bist immer bullish, genau. Ich bin halt langfristiger Anleger. Ich bin noch jung, das Problem hast du jetzt nicht mehr unbedingt. Nein, aber jedenfalls, du hast ja auch jetzt was Spaß zu sein. Du hast ja auch noch 20 Jahre bis zur Rente. Ich meine, da kann man auch langfristig einfach bullish sein und sagen, ich investiere in diese Marktphasen. Ja, ich bin ja auch dabei, ich bin noch drin. Ja. Übrigens, was vorhin ein lustiges Wortspiel, nicht buy and hold, sondern buy and hope. Buy and Hope, ah ja, schön. Das ist ja. Das, was jetzt die ganzen Leute machen. Ja. Bald kommt das neue Interview auf deinem Kanal. Ja, genau, wundervoll. Bald kommt das Interview auf meinem Kanal. Ihr habt auch was, auf was ihr euch freuen könnt. Ich würde sagen, heute machen wir mal einen Punkt, haben eine halbe Stunde euch hier mit Informationen überschüttet. Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinnig kompetent. Genau, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr mitgemacht habt und euch die Zeit genommen habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nicht nächste Woche, da bin ich unterwegs, aber die Woche drauf sehen wir uns hoffentlich wieder. Und dann gibt es hier frisches Input, frisches Börsenfutter mit all unseren klugen Gedanken zur Situation an den Märkten. Bis dahin, danke. Gut. Ciao. Konstantin, schön, dass du da warst. Ein Traum, danke. Tschüss. Ciao.